Kamikaze, der Podcast mit Henny Siam und Salim Samatou. Jeden Sonntag auf YouTube, Spotify, iTunes und Co. Viel Spaß! Hallo, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kamikaze. Ich bin's, euer Henny. Hey, hier ist Salim Samatou. Ah, wie geht's dir, Bro? Bro, alles bestens, Mann. Ich fühle mich wirklich bestens. Und er sieht wieder vercrackt aus. Bro, ich fühle mich wie eine Kakerlake, die von einer Ratte vergewaltigt wurde. Ich schwör's dir. In Tschernobyl auch noch. Wirklich, ja. Bin richtig hardcore vercrackt. Bro, du kennst doch. Manche Leute wachen auf, Augen sind auf. So wie du, Alter. Du wachst auf wie ein Soldat, ich wach auf. Genau, mit meinem Rückenproblem. Genau, ich schlafe wie auf einer Wolke. Stimmt, ihr müsst wissen, Henny ist zwar offiziell irgendwas 30 Jahre alt, aber sein Rücken hat die Benjamin-Button-Krankheit. Der ist eigentlich 117 oder so, ne? Ja, wirklich. Jedes Mal, wenn ich aufwache, ich wache immer auf im Bett mit der Haltung von Mr. Burns von Simpsons. Ach so. So richtig so verkrümmt, auf einmal Embryo, auf einmal 80-jähriger Typ. Schlimmste Art. Ich weiß nicht, wenn ihr ihm aufwache, der macht Bewegung. Das klingt wie diese, kennst du diese Pop-Tüte von Packung? Das ist so klingt, Bro. Stimmt. Ich habe diese Faszienrollen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese Faszienrollen, genau. Wenn man so, sich einfach so drüber rollt mit dem Körper. Genau. Bei mir ist es wirklich schlimmstes Knochenxylophon, das ihr kennt. Capital Bra kann ein Beat runterlegen, neuen Hit machen. Dein Rücken ist so vercrackt. Yeah, boah, ist richtig übel. Boah, vor allen Dingen ist es mir mal auf der Bühne passiert, ne? Bei Rebel Comedy. Das ist, glaube ich, fünf Jahre her. Wo die schwarz vor Augen wurde vor Schmerzen. Nee, das war ein anderes Mal. So. Aber du was siehst, Stand-up genieße ich richtig auf der Bühne. Nein, das war Bochum-Langendreher war das. Und auf der Bühne, ich habe nochmal performt, ganz easy. Und dann auf einmal habe ich gespürt, wie so ein Stück Wirbel praktisch so rausgesprungen ist. So eine Art Hexenschuss, Bunch im Vorfall, so ein Shit. Mitten auf der Bühne. Alles gleichzeitig. Ich habe keine Ahnung. Ist es das Gleiche und letzten Endes? Ebola noch oben drauf. Ja. Ebola im Rücken. Und dann, wie hast du das überlebt? Gar nicht. Ich wusste, ich habe noch 3 Minuten, muss ich noch auf der Bühne verbringen. Und ich hatte die Schmerzen meines Lebens. Es war der Horror. Und dann habe ich halt so ein bisschen im Stehen, so im Freeze, halt so weiter performt und mir nichts anmerken lassen. Und boah, das ist absolute Hölle. So, die Leute haben gelacht, aber ich war innerlich so richtig am Weinen. Boah, schlimmste Art. Machst du auch diese alte Leute-Geräusche, wenn du die Schuhe bindest? Dieses. Naja, ich mach immer, wenn ich mich beschwere, schmatze ich immer. Alter. Beschwerst dich über zu viele Syrer. Dann nehmen uns unsere Rasen weg. Ey, wo dieser Syrer gerade steht, da wollte ich gerade hin. Alte Dingszentrum, du beänderst deinen Namen Eberhard direkt all in. Wie schwerst dich über Überfremdung? Ich sag keine Kneipen mehr. Das ist scheiße. Ich weiß dir, geht niemals mit Handy spazieren, das ist Katastrophe. Ich schwör, ich habe Moonwalk gemacht, ich war immer noch schneller. Das ist wirklich Katastrophe. Boah, da haben sie aber schon echt sehr viele meiner Freunde beklagt über meine Geschwindigkeit. Ich gehe echt minus 5 km/h, ne? Du bist minus 5. Das ist der Albtraum einer jeden Textaufgabe. Ich schwör's dir. Wie viel Uhr muss Handy loslaufen? Überhaupt nicht. Scheißegal, wann er losläuft. Er wird niemals ankommen. Wirklich, du bist der langsamste Geher. Du bist der ultimative Freund, wenn man Bock hat, jede Bahn zu verpassen. Ich schwör's dir, das bist du. Ja, deshalb gehe ich immer eine halbe Stunde, bevor die Bahn kommt, gehe ich los. Ich schwör's dir. Jeder Typ hat wenigstens noch so einen Kampfgeist. Bro, komm, lass die Bahn kriegen. Man rennt los und du so, Bro, es gibt doch andere Busse. Du bist hier auf einmal so ein buddhistischer Trainer. So. Ja, ist echt so. Wirklich. Auch jedes Mal, also früher zum Beispiel, als ich viel Promotion-Jobs gemacht habe und man rumlaufen sollte und Sachen erledigen musste auf der Messe, zum Beispiel irgendwie Sachen verteilen muss. Ich kam innerhalb von 5 Stunden bis zum 3. Stand und die ganze Messe hatte, glaube ich, 120 Stände. Und die Leute fragen so, ey, was hast du gemacht die ganze Zeit? Und ich so, was soll ich sagen? Das ist eine lange Geschichte. Umweg. Wir Krebse, wir laufen gerne wir laufen gerne seitlich. Und boah, ich weiß nicht, ich glaube echt mit dem Alter. Was heißt mit dem Alter? Ich bin jetzt nicht 70, auch wenn mein Rücken 70 ist. Aber mit dem Alter wurde ich echt immer chilliger. Aber da siehst du mal positiv. Dafür kennst du den MRT jetzt in- und auswendig, Bro. Oh, das stimmt. Weißt genau, wie das aussieht. Du bist in die Strahlenbelastung gewöhnt, Bro. Noch ein paar mehr Strahlen, vielleicht wird aus dir ein Marvel-Superheld, Bro. Wow, stimmt. The Backless. Genau, wer kennt nicht die Marvel-Superhelden mit Rückenproblem? Aber ist es jetzt besser wenigstens oder ist es immer katastrophaler? Was? Ist es immer... Ja,
Also sagen wir so, ich lebe. So was okay. Alte Menschen sagen. Ja, ja, es läuft. Das, ja, das mein läuft Leben, das mein läuft. Leben. Ja. Was muss das muss? Was? Verdammten Syrer mit ihren Rolls Royce. Verdammten Syrer, ey. Guck mal, jetzt muss ich am Falafelstand noch länger anstehen. Syrer kommen her, kriegen 8-mal so viel Rente wie ich. Jahrelang eingezahlt. Ey, weil ich immer diese erfundenen Statistiken von Rechtsradikalen. 100% aller Flüchtlinge haben Gold zur Begrüßung. Was? Eberhard, brauchst du diese Info? Das hab ich gehört, beim Stammtisch. Von wem? Mit mir selbst. Ich hab einen Podcast, Swipe Up. Ja, genau. Ich glaube, dieser Broschüre, die ausgeteilt wurde, in Comic Sans Schriftart. Legende, ich liebe diese alten Säcke. Ja. Das ist wirklich unglaublich, ich liebe das. Ja. Bro, das ist wirklich Legende. Aber das heißt, das ist dann schon dein Kamikaze-Moment. Das ist quasi jeden Tag, wenn du aufwachst, Kamikaze. Ja, ja, definitiv. Boah. Also das Erste, was ich mache, andere Leute gucken auf ihr Handy oder irgendwie so. Das Erste, was ich mache, ist auf dieser Faszienrolle rumrollen und erstmal rumknacksen. Ach du Scheiße. Ja, ja, Schlimmste. Ich muss mal gucken, wie ich das regle. Aber ey. Bro, dann hast du doch auch die Leute, die beim Publikum, die so Standing Ovation anfangen, die hast du dann doch auf den Tod, oder nicht? Wenn man bei so einem Theater oder sowas ist und einer steht so auf ohne Sinn, will so Standing Ovation erzwingen und du so, du Verdammte, weißt du, was das für eine Rückenanstrengung ist, wenn ich jetzt aufstehe, du Verdammte? Aber das war mein Kamikaze-Moment gestern. Ich war gestern auf dem Comedy-Preis, auf dem deutschen Comedy-Preis. Ach, du warst da? Ja, ja, ich war da, Bro. Ich hatte Einladung bekommen, die letzten paar Jahre bin ich hingegangen und dann hatte ich auch noch so einen Baba-Platz und dachte ich, komm, warum nicht? Bro, da hatte ich Kamikaze-Momente ohne Ende. Ich war nämlich dieser Bastard, der diese Standing Ovation angefangen hat. Bei wem? Bei, guck mal, da war so ein, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, dieser 14-Jährige im Rollstuhl. Der hat gewonnen? Nein, nein, der ist aufgetreten. Und dann war der so. Und der Typ im Rollstuhl ist aufgetreten? Genau. Er hatte einen so einen Stand-Up-Auftritt. Nein, er hat wirklich einen tollen Aufsitz. Kein Auftritt, er hat einen Aufsitz. Was ist denn treten mit dem Arsch? Was ist das? Wie treten mit dem Arsch? Ja, Tritt ist ja, Auftritt ist ja mit dem Fuß, mit dem Bein. Trittst richtig. Du. Aber was ist dann treten mit dem Arsch? Twerken? Weißt du meinst mit dem Rollstuhl, wenn man nein, auf die also, Bühne kommt? Ja, also Auftritt sagt man auf und dann tritt. Du trittst auf. Aber richtig. Was ist das mit dem Sitzen? Arschbombe? Ach so, wenn man. Arschbombe? Ja, also ein Rollstuhlfahrer. Was sagt der statt Auftritt? Boah, er ist aufge. Als aufgesessen? Boah, krass. Weil aufgesessen ist ja beim Pferd. Er hat dann die Bühne besattelt. Das heißt, vorher hat er was anderes gemacht als sitzen, wenn er sich aufsetzt. Genau, er wurde gehievt. Ich hatte einen Aufhief. Bro, wir müssen was finden, Alter. Für alle Rollstuhlfahrer, die zukünftig auf der Bühne auftreten. Aber jetzt sagen die, wir sind aufgesessen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab noch nie in meinem Leben mir Gedanken darüber gemacht. Dieser Mindfuck. Es ist Katastrophe, weil er hat auch gesagt, ich freue mich hier aufzutreten. Ich so, Bro, das ist falsch. Du musst sagen, ich bin hier aufgesessen. Stell dir mal diese ganzen Gespräche, die anders machen würden. Bro, du hast Rasierzahn. Dein Aufsitz war Legende. Egal, scheiß mal da drauf. Der ist da aufgesessen. Ne? Mhm. Der Karl Josef hieß der. Das ist so, das fand ich auch Legende. Er war 14. Karl Josef? Karl Josef heißt er, genau. Der hat so richtig krasse Lifetime Achievement Awards Rede bekommen, Bro. Er hat so Muskeldystrophie. Also seine Muskeln bauen sich ab. Das heißt, er ist Countdown-Kid. Also das heißt, früher oder später hört sein Herz aufzuschlagen. Richtig, richtig. Kann er nicht das ersetzen lassen durch so einen Herzschrittmacher? Nein, also der ist eh schon ganz körpergelähmt, der kann nur noch seinen Kopf bewegen, das kann er irgendwann auch nicht mehr bewegen. Das heißt, er ist, glaube ich, so, ich weiß nicht, ob das dasselbe ist wie bei Stephen Hawking oder ob er einen Roboter bekommt. Auf jeden Fall ist es richtig üble Krankheit, ne? Und dann tritt er auf und rasiert, Bro, ich hatte wirklich Tränen in den Augen, Mann. Ich war wirklich gerührt, für mich war das so Make-A-Wish-Foundation-mäßig. Und dann stehe ich so auf, als Einziger, wie ein Bastard. Ich dachte, Bro, was wollt ihr noch mehr sehen, Alter? Ich hab einen Jungen, der nicht mehr lang zu leben hat. Wirklich nur sein Traum. Das war so for a moment. Ne, wenn er sitzt, dann bleib ich auch sitzen. Ich war der Bastard. Ich will ihm Standing Ovation geben und alle so, wie respektlos bist du denn? Das ist ja krass, dass man Rollstuhlfahrern keine Standing Ovation geben darf. Standing? Wegen dem Standing. Wir geben ihm eine Sitting Ovation, du Verdammter. Ich so, scheiße, ich stand auf. Und alle so. Die Rollstuhlfahrer sehen das als Beleidigung. Ah, guckt ihr da jetzt von oben herab oder was? Denkt ihr, wer was Besseres als ich? Standing Ovation als Disrespect. Ey, das ist einfach Legende. Okay.
Bro, das ist Legende. Standing Ovation ist respektlos gegenüber jedem Rollstuhlfahrer-Performer. Das ist unglaublich. Und ich war der einzige Vollidiot, der es nicht gecheckt hat. Ja? Ich bin wirklich aufgestanden. Alles so, setz ich wieder hin. Und ich saß so voll komisch. Ich saß so neben dieser Punkt 12-Frau. Kennst du diese Katja Burkhardt? Die so, willkommen bei Punkt 12. Kennst du die? Ja, aber die lispelt nicht. Echt nicht? Ja, willkommen bei Punkt 12. Also ihre Parodie lispelt bei Twitch, glaube ich. Ach so, ihre Parodie. Genau, ja. Diese ganzen Leute, die du vom Fernsehen kennst. Diesen Roche, so. Die da Growth Growth Fahne. Er sitzt da auch. Und guck so, Mendere ist so links. Ich bin so voll umzickelt von Nasan Ecke ist so neben mir. Und ich so, Bro, ich stehe so auf und alle gucken mich so voll entsetzt an. Ich so, okay, setz mich wieder hin. Alter, was ist los mit euch? Echt? Yeah. Ist das so normal, geläufig bekannt, dass es Respekt Die haben es ja vorher nein, ich weiß ich nicht. Bro, ich habe gerade gefragt. Gab es so einen Workshop? Leute, faltet euch so, wenn er auf die Bühne kommt. Okay. Nein, weil es gab an dem Abend es gab Standing Ovations, wo ich nichts gecheckt habe. So, da ging so irgendjemand nach vorne, so ein alter Sack. Bro, da ist einer, der hat Kamikaze des Jahrtausends hingelegt, weil direkt danach gab es irgendwie so einen Film. Und weißt du, bei Filmen, bei uns in Deutschland ist es ja so, bei den Oscars, da kommt ein Typ nach vorne. Und er sagt, danke Leute, Ende. Ne? Und in Deutschland kommt ja jeder Kaffeeträger auf einmal, wenn das so ein Filmprojekt ist und gewonnen hat, dieser Film. Und dann kommen so alle, die so ins Rampenlicht wollen, Bro. Da siehst du so alle, so der Kaffeeträger, der Typ, der vorher noch den Reifen gewechselt hat. Alle rennen so nach vorne. Und einer ist so nach vorne gerannt und der ist abgeschmiert. Was? Ich schwör's dir, der ist über die Treppe abgeschmiert, hat sich aber so perfekt aufgerollt und ist vorne wieder weitergelaufen. Bro, als ich den gesehen habe, danach safe hat der Vertrag für Stuntman bekommen. Bro, der Typ ist so perfekt abgelatzt, abgerollt, wieder nach oben. Vielen Dank, Leute. Als wäre nichts gewesen. Wirklich, der Typ war wirklich ein G. Ja. Dafür wollte ich auch Standing Ovation, alle wieder setze ich hin. Und dann kam motherfucking Thomas Gottschalk. Wo kommt der denn her? Der hat eine Laudatio gehalten auf den Typ von Monty Python. Dieser, kennst du Monty Python? Ja, klar. Auch Legende. Ja. Auf einmal kommt Thomas Gottschalk so, jetzt aber, ich stehe so auf, alle setze ich wieder hin. Ich so, verdammte Scheiße, was? Für wen denn sonst? Wer soll denn noch kommen, Alter? Soll Karel Gott noch mal kommen, macht Zugabe? Ich wusste nicht, wann ich aufstehen soll. Und auf einmal ganz am Ende so irgend so ein unnötiger Shit, alle so, vielen Dank, Leute. Ohne euch wäre das nicht möglich. Auf einmal stehen so alle auf. Ich so, wollt ihr mich verarschen, Alter? Der Kabelträger. Genau, so jeder so ein Wischmopp vom Hausmeister, die so, endlich mal jemand, der die Kabelträger vertritt. Auf dich haben wir gewartet. Das ist die Performance, die wir sehen wollten. Und was das Beste dort war, was ich am meisten geliebt habe, war, wenn so mehrere Nominierte sind und du siehst alle Gesichter und dann siehst du diese Gewinnerverkündung. Ne? Und dann siehst du doch immer diese Oscar-reife Schauspielerei von all den Verlierern, die so tun, als wären die nicht sauer. Ja. Dieses Grinsen, wo selbst der Joker sagt, Bro, hör mal auf so zu grinsen. Dieses gefakte motherfucking Grinsen. Und das Lustige ist, dass es bei uns geil war, wenn du live vor Ort bist, die Leute wissen ja, dass die Kamera läuft. Das heißt, die Leute zu Hause können die sehen, deswegen müssen die grinsen. Solange bei der Kamera so ein rotes Lämpchen an ist, dann weiß man, ich werde übertragen. Man kennt es ja von unseren TV-Aufzeichnungen. Ja. Und sobald diese rote Lampe aus ist, dann wissen die, okay, es wird nicht mehr übertragen. Ja. Aber es wurde zwar nicht mehr live übertragen, aber wir konnten das im Raum noch sehen oben. Das heißt, du konntest sehen, wie die schlagartig in ihren richtigen Gemütszustand gewechselt haben. Ja. Siehst du, der klatscht so und dann Kamera ist aus. Scheiße, Alter, ist doch unverschämt, ist doch alles Inzest hier, Mann. Und dann die Kamera läuft noch, aha, ist toll, das freut mich sehr. Bro, das war Legende an dem Abend. Ist wirklich hart gefeiert. Diese ganzen Leute, die um mich rumsitzen, die ich so vom Fernsehen kenne und ich bin so mittendrin, das war für mich so. Ja, aber wie kamst du, dass du da hingegangen bist? Ich bekomme hier jedes Jahr die Einladung. Ich habe immer diesen RTL Comedy Grand Prix mal gewonnen. Ah. Und seitdem bin ich in deren Verteiler scheinbar drin, da wo die Promis alle sitzen, als RTL-Gesicht quasi. Auch neben mir waren auch alle die Gewinner von den letzten Jahren und so, ne? Hab ich die alle gesehen. Und neben mir sitzt genau in diesem, mitten im Block, wo die ganze diese Kamera, und das heißt, bei mir war das Problem auch richtiger peinlicher Moment. In dem Moment, wo der Typ abgelatzt ist, wurde ich eingeblendet, wie ich gelacht habe. Das war halt richtig traurig, weil dann dachten natürlich die Leute, ich würde lachen, weil er gestürzt ist, würde ich niemals. Junge, du bist da. Ich ergehe mich. Dann hast du Standing Ovations gemacht. Dann habe ich natürlich sehr um ihn gesorgt. Ich habe natürlich darüber gelacht, darüber, wie smooth er aufgerollt ist und wieder hochgegangen ist, weil ich gedacht habe, Bro, der wird jetzt Stuntman ab jetzt. Darüber habe ich gelacht. Aber dann sah das natürlich so aus für den Zuschauer, als ob ich schadenfroh wäre. Und jeder weiß, dass ich das nicht bin. Und das Wichtige ist, dass wir das danach, war sehr glaubwürdig gerade. Das war richtig glaubwürdig. Es war Legende einfach. Da gesessen bei diesen ganzen Leuten. Ich gucke so die ganzen Leute an. Da war diese eine Nina Mogadam, glaube ich, heißt sie, die früher bei Super RTL so Togolino und so ein Shit gemacht hat. Und ich hab sie so anguckt, so, Bro,
dich habe ich gesehen, wenn ich in der Schule geschwänzt habe, krank zu Hause war und dann Togolino morgens geguckt habe, da habe ich deine Sendungen geguckt. Den so, ich habe nie eine Sendung bei Togolino gehabt. Ich so, verdammte Scheiße. Du hast irgendeine andere Iranerin angelabert. Eine andere angelabert. Irgendwie so, Lifetime. Zu jeder Iranerin. Ey, Togolino, ich habe dich schon in der Kindheit. So, Bro, ich hatte noch nie bei Togolino irgendwas. Ich so, Scheiße. Ich drehe mich so um, weil ich wollte so mit jedem so, Bro, ich bin der schlimmste Smalltalker aller Zeiten. Immer wenn ich irgendwie Smalltalk anfange, ich blamier mich den ersten paar Sekunden meistens. Ich gehe mal hin, tu so, gehe mal so all in, weil ich denke, die spielen immer mit. Ich denke dann immer, ich labe irgendwas und sagen die vielen Dank. Weil wenn zu mir jemand kommt, Bro, wir werden immer verwechselt. Du weißt doch, irgendwie kommt irgendein Fan zu uns. Hey, Henny, das mit den Tauben war toll. Du kennst es ja, wir werden immer untereinander verwechselt. Aber wenn mir das passiert, wenn jemand sagt, hey, dein Bankräuber-Sache, das war toll. Bro, ich spiele einfach mit. Ich sag, danke dir, das weiß ich sehr zu schätzen. Ich habe lange daran gearbeitet, an diesem Bankräuber-Ding. Weil, warum willst du den armen Typ, der es nur nett meint, blamieren, indem du ihm sagst, ich weiß nicht, ob du das erkennst, aber ich bin jemand anders. Bro, würdest du dem ehrlich zurechtstutzen oder würdest du einfach sagen, nein, Bro, passt? Kommt drauf an. Wenn ein Fan zu dir kommt und sagt, das mit den Tauben war mega. Ja, würde ich sagen, das ist Salim, weil ich will nicht so Lorbeeren einheimsen, die mir nicht gehören, weißt du? So. Ich würde sagen, ey, Digga, du hast so ewig dran gearbeitet, an diesen verschiedenen Gags. Und dann komme ich und danach, oh, ich so, geil, jetzt ernte ich mal alles hier. Weißt du, obwohl ich nichts dafür getan habe, weißt du? Was? Ich will nur immer das kriegen, Credits kriegen, wenn ich wirklich was verdient habe. Ich verstehe. Ich sehe uns so als ein Ding, so wie als ganze Gruppe, so was wir machen, zählt als eine Einheit. Du willst einfach nicht länger mit der Person labern. Ich kenne dich doch. Du hast keinen Bock. Und dann musst du diskutieren. Und danach, nein, ich bin der Typ mit den und den. Dem. Hä, dich kenne ich gar nicht. Ach, du bist der. Ach, du bist voll scheiße, Mann. Realisiert der erst. So richtig ohne. Bro, ich bin der andere. Bro, dich hasse ich, Alter. Ich will dich schon immer meine abziehen. Hammer, so Schlägerei ohne Sinn. Das stimmt. So Situationen, die voll schnell eskalieren. Ist gestern auch wieder passiert. Du darfst niemals eine. Du kannst auch vorstellen, ist normalerweise eine risikolose Sache. Wenn du zwei Kumpels vorstellst, hey Mike, das ist Michael, Michael, Mike. Dann stellen die sich vor, hi Michael, mal Ende. Das Problem ist aber, in diesem Star-Kosmos begegnet man ja so oft Leuten, dass man die wieder vergisst. Das heißt, die sehen das manchmal vielleicht, wenn du Thomas Gottschalk vorstellst, er sieht das vielleicht als Disrespect, dass du ihn überhaupt nicht kennst. Weißt du, was ich meine? Mhm. Oder denkt, du willst ihn verarschen. Mhm. Bro, das Schlimmste, was passieren kann, das habe ich gestern auf die harte Tour lernen müssen, ist, wenn du einen, guck mal, zum Beispiel ein Kenneck, ich hatte einen richtigen Kenneck-Freund dabei, und der reagiert allergisch auf Leute, die so da voraussetzen, dass man sie kennt. Kennst du auch, Kenneck wollen immer, dass du bodenständig bleibst und weißt doch, dass er sagt, Bruder, sei einfach, wie nennt man das? Humble. Wie nennt man das? Ja, ja, genau. Bescheiden. Genau, bescheiden. Während andere, so Amerikaner und so, sagen, hier, ich bin der Beste, jawohl, we respect that, you're the best. Während Kenneck sagen, Bruder, mach nicht cool, ja? Nur weil du das hast, Bruder, entspann dich. Und dann, ich war mit dem und stelle ihn einen Bekannten vor. Eine TV-Persönlichkeit, ich will nicht sagen, wer. Und diese Person hat... Sie? Ja. Sie. Du bist der Schlechteste. Okay, die Hälfte ist schon mal eingegrenzt. Okay, du bist der Schlechteste. Das gebe ich immer mehr Tabu-Spieler aller Zeiten. Salim, du darfst in der Beschreibung nicht Haus sagen. Okay, alles klar. Hinter dem Haus... Das ich nicht nennen darf. Das Haus da drüben. Und dieses Haus vom Nikolaus. Nikolaus. Und du fragst dich, warum ich dir so richtig so confidential, vertrauliche Sachen nicht erzählen kann. Okay, guck mal. Okay, sie habe ich noch nichts vorangegeben. So. Es wäre jetzt witzig, wenn ich so pro Satz eine weitere genau, Info gebe über die Person. Ich hab Lauras Namen ja noch nicht genannt. Laura. Also ihr Name ist nicht Laura Schmidt, damit das ganz klar ist. So, auf jeden Fall, ich stelle sie ihr vor und sie hat diese Sache angeeignet, dass sie immer sagt, weil TV-Leute sehen oft andere Leute. Das weiß ich, unser menschliches Gehirn ist nicht dafür gedacht, sich so viele Gesichter zu merken, sondern meistens evolutionär hatten wir 4, 5, Familie, Ende. Und jetzt sieht man immer wieder Leute, wo man nicht weiß, wer die sind. Du vergisst die. Warte, versuchst du gerade deine Gesichtsblindheit rechtfertigen? Ich schiebe es auf alle Menschen. Kommt damit Evolution an. Was für Evolution, Junge? Du weißt, als wir Ratten waren alle. Das ganz nur andere Ratten. Kannst Evolution. Du dir jedes Gesicht merken, was du mal gesehen hast? Ja, ziemlich, ja. Mir auch, weil das Wichtige ist... Echt krass, ich kann mir das nicht... Ich muss immer in Assoziation mit einer Erfahrung. Sonst, Bro,
Das ist so richtig ein Weg und das wird immer gelöscht. Nee, ich kann mir das schon merken, aber Namen bin ich vielleicht ein bisschen wack. Aber wenn ich ein Gesicht mal gesehen habe, dann vergesse ich das nicht. Okay, Namen, ja, das ist auch wichtig, genau, Namen, genau. Aber genau, und sie hat sich auf jeden Fall antrainiert, sie war scheinbar gesichtsblind, wir sagen, es ist eine Frau. Und sie hat sich antrainiert, dass wenn sie jemanden vorgestellt bekommt, sie kann sich ja nicht immer wieder von null vorstellen, weil das ist mir schon voll oft passiert, dass ich mich voll disrespekte. Ich gehe manchmal voll oft hin, hi, Salim Samato, wir haben uns schon 15 Mal gesehen. Oh, okay, dann, ja. Schade. Sehr oft erlebt. Genau, was ihr dabei. Und was ich immer mache jetzt ist, Bro, haben wir uns schon mal getroffen? Und wenn die Person ja sagt, begrüße ich sie voll herzlich. So mache ich das ab jetzt immer. Bro, haben wir schon mal gesehen? Ja? Bruder, komm her. Lange nicht mehr gesehen. Wie geht's deinen Kindern? Bro, ich habe keine Kinder. Bro, shut the fuck up, man. Sag mir, wie es deinen Kindern geht. In diesem Gespräch hast du Kinder. Du hast einfach Kinder. Kein Bock, jetzt wieder von vorne anzufangen und dann nach deinem Hamster zu fragen. Sag einfach, ja, mit deinen Kindern geht's gut und dann machen wir weiter unsere Wege. So, auf jeden Fall, diese Person hat sich angeeignet, zu sagen, ja, wir kennen uns schon, oder? Also die Person... Die TV-Frau hat meinem Kenneck-Freund gesagt, hey, wir kennen uns schon. Mit dem Hintergrund, ich sehe so viele Leute, ich will niemanden auf die Schuhe treten, deswegen sage ich ihm, ah, wir kennen uns doch schon, da gibt's ja, nein. Mit wem sie aber das nicht gerechnet hat, war mit diesem Street-Kenneck, der allergisch reagiert auf, machst du cool oder was? Das heißt, ich stelle die beiden vor und sie, voll nett, die so, hey, wir kennen uns schon, oder? Glaubst du, jeder kennt dich oder was? Boah, ist... Was für eine Apokalypse Hiroshima das war. Also, du denkst, ich kenne dich oder was? Wer bist du? Du bist auch nur ein Mensch. Ich so, Bro, shut up. Ich habe ihn in die Rippen geboxt. Nein, Salim, das kann ich wahrnehmen, dass hier jeder denkt, ich bin Schickimicki, Bruder, ich bin auch auf Party mit dir. Ich so, Bro, ich nehme dich nie wieder mit. Irgendwo. Ich nehme nie wieder so einen. Ganz ehrlich, hast du das nicht kommen sehen? Nein, Bro. Bei dem Typen, Bro, ich den du mitgenommen hast? Ja, aber ich habe noch nie eine unbekannte Person einem Bekannten. Weil der Typ ist eigentlich korrekt, aber diese Sache fuckt den ab, wenn jemand, wie man so schön sagen würde, cool macht. Ist halt so ein Kind. Kennst du das nicht? So alte Freunde von damals, die einfach deine Freunde bleiben. Du kannst dich nicht von denen trennen. Einfach deine Freunde. Und der war ja dort geladen. Ich habe ihn ja nicht mitgenommen, sondern ich habe ihn dort getroffen. Wir haben uns so wiedergesehen. Also, ja, er war schon, da. Ich dachte, du hast den Typ mitgenommen. Nein, er war schon dabei. Er war eh schon da. Er hatte separat, war er dort vor Ort. Aber wie ist er reingekommen? Er arbeitet für eine Produktionsfirma als Videoschneider oder so ein Shit. Ach, genau. Und der war sowieso jetzt da. Jetzt macht genau. Das Sinn. Ja, ich denke mir so, warum nimmst du den mit? Na, Bro, ich nehm doch keinen Pitbull mit ohne Leine. Das, weißt du, ich nehm doch Tokat Kopf ab, nicht dahin mit, Alter. Auf jeden Fall, ich hab ihn da gesehen, haben wir so über die alten Sachen, über die alten Zeiten geredet. Und Neuse redet ja nie mit diesen Fernsehleuten. Der so, guck mal, die machen alle cool hier, Bruder. Das ist richtig für den Arsch. Ich so, ja, passt schon. Und dann habe ich sie auf jeden Fall gesehen, die eigentlich voll die nette Dame ist. Und dann ist das doch voll eskaliert. Die so, nee, sorry, ich wollte nur wissen, was ich wollte nur. Du denkst, ich kenne jeder oder was, nur weil du zwei, dreimal Fernsehen warst. Ich so, fuck, Mann. Und dann, kennst du das, wenn du nicht weißt, wie du eskalieren obwohl musst? Obwohl die es nett ist, ne? Von dir von Punkt 12. Ich hab dich so erwischt. Sorry, Claudia Burkhardt, es tut mir sehr leid. Er hat's geschafft. Bro, diese Katja Burkhardt, hab sie auch geliebt, Bro. Ihre Tugolino-Sendung habe ich gefeiert. Oh mein Gott. Bro, das war wirklich Katastrophe. Oh mein einfach Gott. So, hey, das ist die, kennst oh du doch. Gott. Und ah, Bro, ist richtig eskaliert. Wir haben jetzt gerade einfach dieses Spiel, wer ist das gespielt, ne? Ich weiß, wer ist das? Das mega. Einfach, da bist du wirklich der Champion. Ich bin der schlechteste Tabu-Spieler, du der beste, wer ist das Spieler? God damn it, das stimmt natürlich nicht, aber es hätte sein können. Ja, Bro, dieser ganze Abend war einfach Apokalypse, weil man weiß nie, wie es man machen soll. Wie reagierst du denn? Für mich ist immer so ein Smalltalk-Gespräch mit einem Typ, den ich nicht kenne oder mit dem ich nichts gemeinsam habe, ist für mich immer so Stalingrad, Alter. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich stelle mich immer so übertrieben dumm und hinterfrage alles, was er macht. Ich so, was machst du? Der so, ich bin Maurer. Laber, was geht da so ab? Und dann stelle ich einfach, ich frage immer das letzte Wort seines Satzes fragend. Weißt du, was ich meine? Mm. So, er sagt irgendwas, ja, ich gehe gerne in die Straße. In die Straße? Ja, Straßen sind sehr faszinierend, wenn man diese Strukturen sieht. Strukturen. Ja, weil wenn du das erkennst, das ist die Mischung sehr interessant. Interessant. Ja, du musst sehen. Und so kannst du es auch ewig weiterziehen. Irgendwann sagt dir seine Blutgruppe. Ich höre sie immer das letzte. Jetzt erzähl mal was von dir. Von dir? Genau. Was ist überhaupt ein dir hier und jetzt? Jedes Mal. Das ist das Einzige, was ich mache. Wenn ich merke, fuck, der Typ fuckt mich ab, geht mir auf den Sack, immer das letzte Wort fragend wiederholen, dann sucht er selber irgendwann das Klo. Immer die ganze Zeit. Und das Wichtige ist auch, wenn er die Frage beantwortet hat, die Person noch weiterhin erwartend angucken. Weißt du, was ich meine? Ja. So, wie geht's dir? Gut. Und die Person haut dann immer noch so Nachgeburt vom Gespräch raus. Ja, gut, meine Mama.
und ihn einfach weiter angucken, das in Kombination mit dem letzten Wort wiederholen. Das ist, wie ich diese Smalltalk-Situation zu meinem Gunsten überlebe. Wie machst du das denn, wenn du mit dem Typen? Definitiv nicht so wie du. Das ist das Schlimmste, was ich jemals in meinem Leben gehört habe, wie jemand Smalltalk führt. Das ist nicht mal Smalltalk. Ich das einfach. Du wirfst einfach die Bälle zurück. Ich werde genau. Es ist einfach Katastrophe. Ich weiß nicht, ich war so ein alter Sack Eberhard. Ja, ja. Kennst du Leute mit Hörgerät, die dann ihr Ohr so an deinen Hals drücken, damit du den lauter reinredest? Kennst du das nicht? Nee. Wenn so ein Typ, du redest mit einem, mit dem, es sind zu viele Syrer. Weißt du, dieser Typ. Er hat so ein Hörgerät und dann ist so, ey, wie geht's ihm? Und dann hält er mal sein Ohr mit seinen Ohrenschmalz in meinen Mund rein, dass man da reinredet direkt, weil er nichts hört. Weil läuft ja noch Musik und so ein Scheiß. Ach so. Und dann hält er sein Ohr, kommt so richtig nah, du riechst seinen verschwitzten, sweaty old ass auf einmal an dich. Du umarmst den fast, Leute hinter ihm denken, ich würde den küssen. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach Katastrophe. Der geht mit seinem Ohr, tackelt der dich quasi. Und dann weiß ich nicht, was ich da machen soll. Mhm. Auch das letzte Wort wiederholen. Keine Ahnung, über Mozart reden. Aber das ist Katastrophe, Bro. Ich überlebe. Wie machst du das denn? Du hast eine Person vor dir, du hast keine Ahnung, wer das ist. Hab nichts gemeinsam. Wie startest du? Wie haust du ab? Ich drehe das. Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich muss überlegen, wie ich das mache. Wir hatten das ja schon tausendmal. Du, es gibt Millionen Momente, wo ich dir sagen kann. Stimmt, wo du mir die, genau, er wirft mir dann immer diesen Blick zu nach dem Motto, na, genießt du es gerade, du kleiner Bitch. Genau. So, du hast jetzt den Ball. So, viel Spaß, unterhalte mich. Ja, wie kommst du da raus und wie haust du davon ab? Ja, nee, also ich mache einfach Basic-Fragen und am Ende drehe ich das so, dass ich nicht seine Zeit verschwenden will. Weißt du? Dass ich sag, Dingens, du musst bestimmt weiter und so. Ey, sorry, ich wollte dich nicht aufhalten. Und, Bro, was laberst du? Das geht schon so oft nach hinten. Nein, ich hab den ganzen Abend Zeit. Aber was machst du dann, verdammt die Scheiße? Du musst so einen Podcast mit dem aufnehmen. Vielen Dank, ich möchte deine Zeit nicht verschwenden. Warum? Ich bin nur hier wegen dir. Boah, stimmt. Boah, das ist mal fuck, Alter. Ich wurde gestern nonstop penetriert dadurch. Die ganze Zeit irgendwelche Leute, schlimm, die du so anrempelst. Und dann oh ja, das mache ich gerne. Das mache ich gerne, indem ich andere Leute mit ins Gespräch reinziehe. Bro, du kommst in die Hölle dafür. Okay, ich hab keinen Bock, mit ihm zu labern. Was ist denn mit ihm? Nein. Bruder, ich wollte nur Getränke austeilen. Ach so, du spielst gerne Gitarre am Lagerfeuer. Ach, weißt du, wer auch gerne Gitarre am Lagerfeuer spielt? Salim, ey, komm mal kurz. Das hast du voll oft mit mir gemacht. Du bist echt, Leute, ihr kennt ihn nicht. Er ist der schlimmste Typ aller Zeiten. Und dann, sobald du ein Wort gesprochen hast, haut der ab wie Batman, nachdem du eine Rauchbombe machst. Ja, klar, ey. Du so, Salim, komm mal ganz kurz. Ich so, hey, was geht? Weil ich bin neugierig. Und der dann so, habt ihr euch schon kennengelernt? Dann stell ich mich vor. Und sie dann, hey, kennen wir uns? Ich so, nein, was siehst du, wer du bist? Ich schlag mich mit dieser Frau und er haut ab dann einfach eiskalt. Du bist wirklich der schlimmste Typ. Mal ehrlich, früher konnte ich das, glaube ich, ein bisschen besser, so Smalltalk führen, aber so im Laufe der Zeit, so, ich glaube, meine Smalltalk-Fähigkeiten gingen bergab wie meine Laufgeschwindigkeit im Laufe der Jahre. Stimmt, weil dein Rücken dir dein Zeitlimit setzt. Du so, okay, Henny, du hast noch 5 Minuten. Dann breche ich zusammen wie ein Kartenhaus. So, viel Spaß. Boah, wirklich. Stimmt, du wirst doch immer T-Rex-artiger, umso langsamer du läufst. Umso länger du läufst, umso mehr knickst du ein, gehst ins Hohlkreuz. Okay, mach mich nicht schlimmer als ich bin. Alter, warum bin ich auf einmal im Hospiz, Alter? Warum? Einmal bin ich mit Henny durch die Straße gelaufen. So ein Rentner hat dir seine Gehhilfe angeboten. Aber diese ekelhaften ohne Räder, wo du so vor. Genau so bei Worms Armageddon, ne? Diese Oma, die man benutzt. Genau. Diese Waffe. Die so läuft, und dann BAM! So Selbstmord-Oma, Alter. Das wäre Jackpot, Bro. Das ist richtig eine Legende. Aber das stimmt, man. Man weiß nie, was man da machen soll. Was mich interessiert, Leute, wirklich an euch alle da draußen, bei Smalltalk, ihr merkt, wir beide sind richtige Analphabeten. Wie kommt ihr aus Smalltalk raus? Habt ihr irgendwelche Tipps für uns? Ihr merkt, wir bestrafen uns die ganze Zeit gegenseitig damit Zettel und Schlägereien an. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, bitte ich und Handy. Wir brauchen Tipps, wirklich. Bitte. Wirklich, schreibt uns sehr gerne und wir wollen uns wirklich bedanken für das ganze geile Feedback, das wir bekommen haben. Das ist wirklich überwältigend. Das war auch die Frage eigentlich. Das war die Frage auch. Also die Frage von den meisten Leuten ist, wie kommt ihr mit Smalltalk klar? Was macht ihr? Ich glaube, das haben wir ausreichend beantwortet, dass wir da richtig unqualifiziert sind. Stellt uns weitere, wir lesen alles. Genau. Und ich habe schon von einigen gelesen, dass die keine Social Media
Sachen, Accounts haben. Ihr könnt uns auch sehr gerne eine E-Mail schreiben. Wir haben jetzt ein E-Mail-Postfach, eine E-Mail-Adresse, und zwar podcastkamikaze@gmail.com. Hier, wird eingeblendet. Wird's eingeblendet? Nein. Okay, dann sonst hätte ich Arbeit und wir wissen beide, mein Rücken hält es nicht aus. In der Beschreibung. Genau, liegt in der Beschreibung. Schreibt's in die Kommis. Schreibt's in die Kommis. 5-Minuten-Challenge, jeden, den du markierst, der markiert nicht zurück. Ein Döner. Follow. Diese Rotze. Couple Goals, einfach alles ohne Sinn. Aber hammergeil. Yeah. Mein Name ist Salih Samatu, wir freuen uns auf nächste Woche. Yes, mein Name ist Henny Siam, hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns nächste Woche wieder. Smalltalk-Tipps, please. Danke. Peace. Ciao.